Die Entwickler haben gestern Abend einen weiteren Livestream zum neuen The Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack veranstaltet, den ich euch in diesem Video zusammenfassen möchte. Gestern Abend wurde von den Entwicklern auf YouTube und Twitch ein weiterer Entwicklerstream gestartet, in dem die Weltenkarte von Tatosa aus dem neuen Gameplay Pack, die Hochzeitsplanung und vieles mehr genauer vorgestellt wurde. Los ging es mit der neuen Welt, dessen Karte ebenfalls mit vorgestellt wurde. So wissen wir jetzt endlich etwas mehr über den Umfang der Welt. Insgesamt 2 Nachbarschaften mit 9 Grundstücken werden wir mit diesem Pack nutzen können. Wie ihr vielleicht schon seht, gibt es ebenfalls einen neuen Grundstückstypen für Hochzeitsorte. Dieser wird ebenfalls für alle Spieler per Gratis-Update hinzugefügt, sodass man etwas einfacher in der Galerie nach Hochzeitsorten suchen kann. Für alle, die sich besonders für die neuen Grundstücke interessieren, hat sich der Simmer Roxy Sims ebenfalls die Mühe gemacht, alle Grundstücksgrößen auf diesem Screenshot zusammenzufassen. Die Welt ist eine normale Wohnregion, man muss hier also keinen Urlaub machen, um die neuen Orte besuchen zu können. Auch haben die Entwickler viele Bereiche der Region gezeigt, die natürlich Sims 4 typisch traumhaft schön aussehen. Im Hintergrund seht ihr ein paar der verschiedenen Bereiche der neuen Welt, auch die kleinen Wasserfälle, der riesige Baum und vieles mehr, was man nur angedeutet im Trailer erahnen konnte, wurden detaillierter beleuchtet. Als kleine neue Interaktion könnt ihr am Strand mit einem anderen Sim gemeinsam Bilder in den Sand malen, ebenfalls eine witzige Ergänzung. Hier lassen sich ebenfalls kleine Flaschen mit Post darin finden, von denen insgesamt 20 Stück gesammelt werden können. Auch wurde ein kleines Rathaus in der neuen Welt platziert, sodass ihr, wenn ihr wollt, ohne große Planung direkt heiraten könnt. Die Entwickler haben ebenfalls noch ein paar vorgefertigte neue Grundstücke in die Galerie hinzugefügt, die unter anderem auf dem leeren Strandgrundstück direkt am Wasser platziert werden können. Kommen wir jetzt aber zur Hochzeitsplanung, die natürlich das Hauptfeature dieses Gameplay Packs darstellt. Über den Kalender könnt ihr an einem bestimmten Tag eure Hochzeit planen, das war ja auch bisher schon so. Komplett überarbeitet wurde hingegen die Eventplanung der Hochzeit. Natürlich könnt ihr die heiratenden Sims auswählen, aber auch der Traumzeuge, Standesbeamte, Ringträger, Blumenkind und die Gäste müssen ausgesucht werden. Im Gegensatz zu Basisspielhochzeiten könnt ihr nicht einfach irgendeinen Sim für die Rolle als beispielsweise Trauzeuge auswählen, sondern müsst diese aktiv vorher fragen, damit ihr diese hier festlegen könnt. Danach müsst ihr euch für Aktivitäten entscheiden, die bei der Hochzeit gemacht werden sollen. Hier stehen insgesamt 13 Optionen zur Auswahl, diese müssen aber nicht unbedingt alle abgearbeitet werden, damit die Hochzeit ein Erfolg wird. Natürlich können auch die Klamotten der Hochzeitssims, aber auch ein allgemeiner Dresscode mit Stil und Farben definiert werden. Nachdem ihr mit der Planung fertig seid, ist es ebenfalls möglich, eine Torte als Hochzeitstorte auszuwählen. Wenn ihr das passende Grundstück mitsamt der Uhrzeit ausgewählt habt, seid ihr auch schon fertig. Aber nicht nur die Hochzeit muss geplant, auch andere Arten von Hochzeitsereignissen können hier ausgewählt werden. Ein Junggesellenabschied, Probedinner, Verlobungsessen, Familienbeisammensein oder eine Nachfeier, um die Hochzeit zu zelebrieren, können hier ausgewählt werden. Bei schon verheirateten Sims steht ebenfalls die Möglichkeit zur Auswahl, nochmal eine Erinnerungsfeier an die Hochzeit zu veranstalten, wie man es auch im Trailer gesehen hat. Bevor die Hochzeit aber losgehen kann, müsst ihr euch natürlich um die Torte kümmern. Diese kann entweder am Computer gekauft, selber zubereitet oder in Tatosa in der Konditorei, die leider nicht betretbar ist, erworben werden. Es gibt sie in 9 verschiedenen Formen und Farben, hier sollte also jeder fündig werden. Auch verschiedene Hochzeitsverzierungen stehen zur Auswahl, die man ebenfalls als Erinnerung aufheben kann. Der Brautstrauß hingegen kann leider nur gekauft werden, außer ihr besitzt die Jahreszeitenerweiterung. Dann ist es ebenfalls möglich, diesen selber herzustellen. Die eigentliche Zeremonie ist im Livestream ein wenig in die Hose gegangen, selbst bei den Entwicklern zickt das Spiel manchmal ein wenig herum. Wie schon vorher vermutet, dient der blumige Weg, den es in 3 verschiedenen Längen gibt, als Steuerelement für die Hochzeit. Auch eine unsichtbare Variante ist dabei, falls ihr einfach nur beispielsweise einen Teppich hier platzieren wollt. Hier kann man mit den Sims entlanglaufen oder das Blumenmädchen entlang schicken. Ihr habt die volle Kontrolle über die Hochzeit, denn mit 9 Gruppenaktivitäten könnt ihr beispielsweise Interaktionen wie den Tanz, die Dessertrunde, das Festessen, Reden und vieles mehr starten, bei der dann alle Sims teilnehmen. Auch von den neuen Tänzen hat man mehr gesehen, so können die Sims während dem Tanzen auf der Tanzfläche noch andere Interaktionen zwischendurch ausführen. Gruppentänze und langsame Hochzeitstänze sind ebenfalls vorhanden. Ein kleiner Wermutstropfen, so wie es aussieht, können die Sims ausschließlich auf der Tanzfläche tanzen.
Auch im Erstelle einen Sim-Modus gibt es einige neue Optionen, die wie zu erwarten aus eher etwas schickeren Hochzeitsklamotten, von denen ihr hier ein paar im Hintergrund seht, bestehen. Ein komplett neues Cast-Objekt sind die kleinen Ansteckblumen, von denen man ebenfalls ein paar verschiedene gesehen hat. Mit dem nächsten Gratis-Update wird es ebenfalls möglich sein, die Beziehung Verlobte im Ersteller einen Sim-Modus festzulegen. Ebenfalls wurden ein paar Klamotten aus dem Basisspiel mit ein paar neuen Farbalternativen erweitert. Durch den Baumodus sind die Entwickler ebenfalls sehr schnell gestolpert, hier wurde aber nicht großartig ins Detail gegangen. Auch hier seht ihr im Hintergrund ein paar neue Objekte und Optionen. Für alle Baumodus-Begeisterte könnt ihr euch ebenfalls über diese neuen Objekte freuen. Ich muss aber an der Stelle anmerken, dass auf diesem Bild nicht die neuen Bauoptionen zu sehen sind. Die Hochzeitsbögen aus dem Basisspiel werden mit dem nächsten Update, ähnlich wie im Cars, ebenfalls ein paar neue Farboptionen erhalten. Bald wird dieses Pack ebenfalls bei Instant Gaming bereitstehen. Den Link zum Pack findet ihr nochmal in der Beschreibung. Andere Packs sind hier um bis zu 60% reduziert. Schaut vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Hier findet ihr ebenfalls den Link zur letzten Folge Sim gehört mit meinem Kollegen Micha von SimTimes.de. Was denkt ihr zu den neuen Infos? Welches war euer Highlight? Und freut ihr euch auf das kommende kleine Update? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.